Hallo Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge Predator Hunting Grounds. Sehr schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir sind jetzt auch hier das allererste Mal in der Vollversion ein Predator. In der Beta war ich ja 3-4 Mal ein Predator. Die Videos gibt es ja alle hier auf meinem Kanal, wo ich den gespielt hatte. Und ja, mal sehen, wie die Runde wird. Ich muss auch erstmal hier wieder mit dem reinkommen, denn das ist gar nicht so einfach. So mit dem im Kampf und so. Und das muss ich ja mal so sagen, wenn ich hier schon wieder so oben unterwegs bin, da bekomme ich direkt wieder Bock irgendwie auf eine Art Predator Singleplayer Game. Ja, also ich weiß nicht, sowas würde ich mal richtig geil finden, wenn irgendwie sowas wieder mal käme. Ich mochte damals zum Beispiel dieses Aliens vs. Predator Game, was es da gab. Das fand ich damals sehr, sehr cool. Vielleicht kennt es ja der eine oder andere von euch. So. Moment, wie ging diese eine Sicht? Ach so, ging die, okay. Ja, lass uns mal dort unten den einen KI-Heini wegmachen. So, Stealth Kill. Zack. Ich muss gerade auch erstmal die Steuerung wieder ein bisschen lernen mit dem. Ja, denn ein wenig, muss ich sagen, habe ich die verlernt. Ich habe die hier ja ganz so im Kopf. Ja, ist natürlich auch jetzt schon ein bisschen her, die Beta. Ich hatte halt jetzt auch nicht vorab das Tutorial hier gemacht. Deswegen, erstmal muss ich hier wieder ein bisschen reinkommen. Warum ich das Tutorial nicht nochmal hier gemacht habe, lag einfach daran, weil ich habe das halt damals schon in der Beta gemacht. So. Und ich bin mir sicher, dass wir uns den anderen Spielern bestimmt gerade schon nähern. So. Tarnmodus. Hallo, wo seid ihr? Da vorne. Das sind sie 100 Pro, oder? Nein. Das sind sie nicht. Aber die holen wir uns auch nochmal los. Bam! Hoho. Das hat schön reingehauen. Wo seid ihr? Moment, kurz stehen bleiben. Nein. Ich dachte, ich habe da gerade was gehört. Und ich verdrück mich gerade jedes Mal hier so mit dieser Sicht, die wir hier haben. Ich drück jedes Mal bei mir hier Steuerkreuz nach oben und nicht nach unten. Und ich wusste gar nicht, dass man hier so Schweine und so essen kann. So, ja, der hat wieder was dazugelernt. Ganz kurz was schauen. Okay. Jetzt höre ich was. Da vorne sind sie. Die anderen Spieler. Da vorne sind sie irgendwo. Da habe ich gerade was gehört, leise. So. Wo seid ihr? Macht euch ein wenig bemerkbar, meine kleinen Schweinchen. Okay. Da ist sie doch. So. Einmal unsichtbar machen. Na, hallo, Kollege da oben. Hallo. So. Ist das so ein KI-Heini nur? So. Einmal hier in Deckung ein wenig. Hier in Deckung wieder. Hier entlang. Los. Und aber auf die Bäume. Hey, Hilfe. Was war das denn? So. Hoch hier. Dort. Ja, ein bisschen Schaden haben wir vielleicht gemacht. So. Hier rüber, schnell. Unsichtbar machen. Mist, das ist noch nicht aufgeladen. Los, noch kurz hier oben bleiben. Unsichtbar machen. So.
Und runter da, let's go. Hey, du sollst doch da drunter springen. Jetzt aber, los. Komm her. Ach nein, schon wieder so ein KI-Heini. So. Moment. Jawohl. Der eine liegt. Der eine liegt. Den anderen haben wir auch auf jeden Fall ein bisschen getroffen. Ich hänge erstmal am Baum fest. Das ist natürlich nicht so gut. So. Ich weiß nicht, vielleicht sollten wir uns erstmal heilen. So, hierher, schnell. Jawohl. Er ist niedergestreckt. Schnell weg mit dir. Jawohl. Der ist auch weg. Wir dürfen nicht zulassen, dass die hochholen wieder. Nein, das können wir wirklich nicht zulassen. Aber leider haben sie es schon getan. So. Kurz etwas schauen. Okay. Heilen. Schnell. Einmal hier heilen. Spritze rein. So, da kommt die große Spritze. Nein, oh, das tut weh. Ja, das tut wirklich weh. Ah. Da kommt noch der große Schmerzensschrei. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt insgesamt die schon dreimal niedergestreckt. So. Immer nicht verkehrt. Ah, du bist ein KI-Heini. Denken wir dir. Vorn sind sie. Komm her. Der eine hier erstmal. Jawohl. Jetzt du. Jawohl. Sehr schön. Meinst du? War ja nicht das erste. Dieses eine MG ist auf jeden Fall stark, was der eine dort hat. Das muss ich ja mal so sagen. Das MG ist wirklich sehr stark. So. Einmal unsichtbar machen. Hoch hier. Ich würde aber sagen, an sich bin ich eigentlich ganz gut dabei. Ich habe die ja jetzt schon oftmals niedergestreckt. Ja. No, 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 no. Weg mit dir, du Hindernis. So, wir laufen erstmal ein wenig weg. Wir laufen erstmal ein wenig weg hier. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, von daher lassen wir uns jetzt einfach mal ein bisschen mehr Zeit hier. Wir haben ja noch 6 Minuten 35. Ich muss ja nicht unbedingt jetzt ganz schnell die hier jagen. Ich kann ja ein bisschen taktisch jetzt erstmal hier wieder verfolgen und so. Und irgendwas kommt mir ein bisschen anders vor bei dem Predator. Bei der Beta war da, glaube ich, ein bisschen anders. Mit der Steuerung her würde ich einfach mal so behaupten. Hier. Kurz was schauen. Okay, alle sind noch am Leben. Komisch, ich sehe gerade nur zwei. So, wir machen mal einen komplett aufgeladenen Schuss. Und rein dahin. Jawohl, unsichtbar machen. Hoch auf den Baum. Und laufen sie. Jawohl, der eine ist erledigt. Ganz her. Jawohl. So. Ach man, jetzt ist der Schuss auch noch nicht aufgeladen. Ich könnte schreien.
nein! Ach, wow, warum kann ich den hier nicht runterfeuern? Jawohl, sehr gut. So, Klinge raus. Und Attacke. Drauf da! Jawohl. Jetzt kommst du dran. Blöder Minigun, Tiny. Fuck. Genug ist genug. Hört ihr? Genug ist genug. So, jetzt bist du dran. Zack. Und jetzt auch noch du hier. So. Zack. Sehr gut. Wir haben die hier alle erledigt. Ja. Sehr schön. Jawohl. Das war doch eine richtig starke Runde, wie ich finde. Wir haben auch wieder eine Kiste bekommen. Die öffnen wir auch direkt mal noch. Ja, war doch schön, die Runde. Die war doch wirklich schön. Hat auf jeden Fall Laune gemacht, ja. So, mal sehen, was wir dann jetzt hier aus der Kiste auch rausbekommen. Vor allem, wo ich richtig heiß drauf bin, ist der Bogen, den es gibt für den Predator. Da bin ich wirklich richtig heiß drauf. Aber leider, ja, da fehlt uns auf jeden Fall noch einiges an Stufen, so levelmäßig. Ja, der Pistolenskin ist ganz cool. Und was kriegen wir hier raus? Irgendwie ein cooler Predator-Skin wäre ganz schick. Ja, okay. Auch nur nochmal so militärmäßige Tarnungen. So, wir können ja mal hier kurz schauen bei unserem Predator. Hier Bewaffnung. Das Ältestenschwert. Darauf habe ich auch Lust, ja. Speziell ausrüstungsmäßig freue ich mich aber irgendwie am meisten auf den Bogen. Ja, da bin ich sehr, sehr gespannt, wie der ist. Und wir können auch mal hier noch Vorteile ausrüsten für unseren Predator. Würde ich sagen. Was wäre denn da mal ganz praktisch? Reduziert die Sichtbarkeit des Plasma-Werferlasers. Erleidet weniger Schaden durch Projektile. Ja, das einmal würde ich sagen. Erhöht erhaltene Erfahrung. Das ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Weil dann leveln wir halt auch ein bisschen schneller. Und ich würde sagen, schnellere Energieregeneration noch oder Energiezellen? Größere Energiezellen, ja, nehmen wir das. So, gut. Ist doch schon mal so nicht verkehrt. Ja, Dschungeljäger. Das sah gerade echt gut aus. Ich weiß nicht, ich finde den richtig klasse hier von seinem Design her. Der Predator, mit dem alles begann. Ein ausgeglichener Jäger. Ja, der gefällt mir richtig gut. Berserker, denke ich, macht auch bestimmt gut Laune, aber erst leider Level 44. Ja, okay, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, die Runde. Ich hoffe, euch hat die Runde gefallen und auch das Video. Lasst gerne einen Daumen da und ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.